Was geht ab, ihr Landpomeranzen? Wir haben Samstag! Und ich hatte. Hatte Nachtschicht, bin um 6 Uhr, also Viertel nach 6, war ich nach 6 war ich zu Hause. Hab noch ein Video geschnitten, hab noch Kommentare beantwortet. Und noch ein bisschen anderen Kram gemacht. Hab mich ein Stündchen hingelegt, bin aufgestanden, hab mich fertig gemacht. Sammel jetzt dann doch noch spontan Uschi ein und dann geht's nach Viersen. Es wird auf jeden Fall nicht pünktlich, aber das ist auch, keine Ahnung, ob das schlimm ist. Und da eröffnet heute das Lasertag Center, das Grand Empanneg. Hoppala. Und da haben wir, Donnerstag haben wir dafür eine E-Mail gekriegt von denen. Was geht denn hier ab? Jugendausflugs, Ferien, Beschäftigungsding, auch wenn keine Ferien mehr sind. Und die haben jetzt irgendwie, die haben alle gleiche T-Shirts, machen so Fahrradtour. Es ist hier so ein Checkpoint mit Autos von Eltern. Und da haben die jetzt irgendwie Schwämme an der Stirn gebunden und betteln jetzt wahrscheinlich, wer wie viel Wasser mit dem Schwamm irgendwie am Schädel dann da rüber tragen kann. Dann auch gerade noch in der Hood direkt, mega geil, da siehst du, dass du in der Hood bist, ein Typ. Draußen auf der Straße, da nicht auf der Straße, ist an der Straße, da sind Rasen am Mähen. Mit einer Zigarre im Mundwinkel und voll am Abqualmen. Mega geil, das ist der Hood, Junge. Und ja, ich bin auf jeden Fall wahrscheinlich voll übermüdet. Aber Wayne interessiert's! Wir haben Wochenende! Morgen frei! Oder wieder arbeiten. Da läuft. So, ich melde mich dann mal wieder. Wir haben jetzt gerade schon einen Rundgang gekriegt. Vanessa Mai, Eröffnungszeremonie läuft gerade. Und Investoren haben jetzt schon geredet. Die Macher haben geredet. Wir hatten eine Gesangsnummer. Und jetzt gerade der so rumschreit als Erster. Das ist so ein Songwriter, der auch Helene Fischer schreibt und so. Und selber schlagersängermäßig unterwegs ist. Erst gesagt, er ist so skeptisch. Ich gebe es auch. Er schreit immer lauter. Ein großes Projekt. Ich weiß aber, dass Armin die letzten. So, während draußen noch ein bisschen Schlager-Action ist, gehen wir mal zum Catering, weil man kennt das ja sonst, wenn wir sonst irgendwo bei Events sind, dann wird das jetzt alles weggefuttert. Und Subway Catering, also das ist schon mal richtig geil. Was nicht? Ich melde mich nochmal wieder, meine Freunde. Wir bringen die Kamera eben ins Auto, holen die GoPro, denn wir haben uns jetzt angemeldet fürs nächste Spiel und spielen First Time in Our Life Laser Tag. Und ziemlich cool. Du kannst gerne durch die Fußgängerzone gehen. Voll cool, du gibst deinen Usernamen ein und dann über das Soundsystem your username, right review. So machen die das im Film. Das war geil. Auf jeden Fall bin ich mal sehr gespannt. Wir haben uns das Ganze ja schon drin angeguckt. Und ja. Denise, bitte mal. Lecker. Ja. Ja.
Ich arbeite da. Erst 2 Punkte. Jetzt hol mein Handy ab. Ich hab uns beide drauf. 3, 2, 1. Trink. Es rutscht immer weiter nach. Schneller. Los. Das ist so ein Gehirnfreeze. So, Freunde der Sonne, was geht ab? So ein Strange Drink. Ich glaube, das ist schon der dritte von diesen Konstruktionen. Wrestling im Fernsehen, oder auf Sky, Fernsehen, auf Leinwand, Sky auf Leinwand. Gerade noch Darts gespielt. So stelle ich mir es im Paradies vor. Was, wenn man irgendwann mal nicht mehr ist? Ja, so ist es dann. Hoffentlich. Ansonsten bleibe ich hier.